Wieder auf der Normandie geht es jetzt weiter mit Mass Effect 2. Die gefährliche Mission bei den Kollektoren ist erstmal vorbei. Ja, wir müssen eigentlich noch einen Reaper FFS besorgen beim abgeschossenen Reaper, den wir da entdeckt haben. Aber wir holen erstmal die restlichen Crewmitglieder und deswegen fliegen wir heute nach Ilium. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode von Mass Effect 2. Danke für den Daumen nach oben in der gestrigen Folge. Schön, wenn sie euch auch gefallen hat. So, hier sind wir in Baylor. Wir wissen ja gar nicht, wo Edie uns hingeschickt hat, als wir da flüchten mussten. Wir sind jetzt einfach irgendwo hier. Hier hauen wir aber auch gleich wieder ab. Massenportal. So, da ist das Reaper FFS in Hawking Aether. Dann haben wir Omega. Frachter zurückerobern. Okay, nee. Citadel, Garrushaven, Tuchanka, Kroganische DMS, Tuchanka, Grunthelfen, Mordenhelfen haben wir da unten. Tali helfen da oben. In der Valhalla-Grenze. Da ist die Migrantenflotte. Hier ist Ilium. Im Halbmondnebel. Die Justikaren rekrutieren, Attentäter rekrutieren und Miranda helfen. Miau. Hoffentlich wart ihr angeschnallt. So, Treibstoffstation. Haben wir hier Tasale und da ist Ilium. So dicht an der Sonne. Bestimmt gutes Wetter da. Da haben wir den Planeten. Eine große Stadt, das Bild, da sieht man da schon die Vorschau. Ilium ist eine klassische Gartenwelt, erschlossen als Umschlaghafen zwischen den Terminus-Systemen und den Asari-Republiken. Um diesen Handel zu ermöglichen, wurden die üblicherweise sehr strengen Gesetze des Ratssektors, was Produktsicherheit, verbotene Materialien und den Handel mit den intelligenten Wesen angeht, gelockert. Offiziell ist Ilium keine Asari-Welt. Es wurde lediglich aufgrund von Geschäftsinteressen der Asari kolonisiert. Aha. Und wird heute von Asari betrieben. Also, es ist keine Asari-Welt, aber trotzdem haben die Asari da mehr oder weniger das Sagen. Landen wir mal auf Ilium. So, Mirandas Mission ist ja hier mit auf diesem Planeten. Deswegen nehme ich sie gleich mal mit. Wenn wir hier Informationen über ihre Schwester bekommen, kommt sie also mit. Und dann nehmen wir noch Morden mit, weil der einfach fetten Tech-Schaden macht. So, annehmen. So, ich weiß halt nicht, ob Miranda eigentlich da mit sollte oder durfte. Sie möchte eigentlich nicht gesehen werden von ihrer Familie, aber ich habe sie trotzdem mal dabei. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Keine Punkte neu zu vergeben. Okay. Ne, die Waffen sind schon okay. Da sehen wir schon die Städte da unten drauf, wie sie leuchten. Sehr schöner Planet. Hui! Rein in die Atmosphäre. Wow. Das ist nochmal eine Skyline, oder? Wir werden mal wieder begrüßt. Eine Asari. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wir dürfen also umsonst parken? Das ist ja praktisch. Warum kriege ich denn alles gratis? Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Liara ist hier auf Ilium. Welch eine Überraschung! Sie hat also die Andockkosten hier einfach mal bezahlt. Liara Tissoni. Sie sagten, Liara sei hier? Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Handel mit Informationen? Klingt ja fast nach dem Shadowbroker. Auf Wiedersehen. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard.
Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edi. Ja, das sind doch genau die Aufgaben, die ich machen möchte. So, mach nochmal Winke-Winke zu Normedy. Wir hauen jetzt hier ab in die Stadt. Da ist die Tür. Eine Handelsgruppe der Batterianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Rat zu verklagen. Die Batterianer behaupten, dass Sklaverei ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Kastenwesens ist und die Beschränkung des Sklavenhandels ihre kulturellen Grundrechte verletzt. Kulturelle Grundregel. Um 3 Punkte. Seine Vertreter gaben der ungewollten Kontroverse daran. Wie schön so ein Azari, so eine Azari-Welt aussehen kann, oder? Vor allen Dingen, das Tolle daran, es ist voller Azari. Schön hier. Eins muss man den Azari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Ja, die haben es halt drauf, ne? Eine schöne Gartenwelt sollte das mal wahr sein, ne? Von Garten ist nicht mehr übrig. Nein, sie verstehen nicht. Hallo? Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Man kann es nicht ersetzen. Es ist ein Geschenk von meinem Seelenverwandten. Es ist die einzige Erinnerung, die mein Kind an seinen Vater hat. Bitte, wenn Sie es finden. Nein, ich verstehe schon. Verzeihung, aber ich telefoniere. Ja, ich hätte helfen können, Arsch. So, galaktische Nachrichten, was Lustiges. Der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress hat zu einer spontanen, aber unklaren Reaktion geführt. Es wurden Hilfsschiffe losgeschickt, obwohl noch nicht bekannt zu sein scheint, ob es überhaupt Überlebende gibt. Der Rat hat seine Anteilnahme bekundet, bedauert aber, dass er in einer Angelegenheit, die nur die Menschen betrifft, nicht tätig werden kann. Na toll. 25! Bei 25 verkaufen! Nein, nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm schon, gib mir was. Ja, die Börsengeschäfte hier. Die Gebäudestruktur der Azari erinnert an Bienenstöcke. Hohe Türme voller Drohnen. Seltsame soziale Dynamik. Viele Königinnen kämpfen um die Herrschaft über den Stock. Seltsame Gefühle in der Nähe der Azari. Ungewohnt. Erinnerungen an frühere Verhandlungen über... Entschuldigung? Hä? Entschuldigung, ja? Sind Sie Commander Shepard? Steht das auf meiner Stirn drauf, oder was? Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Die Aura? Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von wem? Von einer Freundin, die Sie auf Nuveria gewonnen haben. Nuveria? Aha. Ich habe auf Nuveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Die Rachni-Königin hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Es geht ihr also gut. Sie haben einen Ort gefunden, wo sie graben können, wo sie ihr Zuhause einrichten können. Und ja, sie hat es nicht vergessen, dass wir sie befreit haben. Sind sie auf Ilium? Nein. Kontrollieren sie sie nicht? Macht sie doch nicht, das macht sie doch freiwillig. Es freut mich zu hören, dass sie wieder im Aufbau sind. Irgendwo in der Nähe? Die Rachni-Königin ist nicht hier. Die Nachricht ist eine der vielen Erinnerungen von ihr, die ich in mir trage. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben.
Die Rachni hat ihr Leben gerettet, also haben wir auch was Gutes getan und die Rachni hält ihr Wort und fängt keinen neuen Krieg an, sondern benimmt sich ganz gut. Lebenssinn der Asari, Aufenthaltsort der Rachni, das wird sie uns nicht sagen. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Nee, die hat sich das, also hat das sie vergessen lassen, den Aufenthaltsort, damit sie niemandem erzählt, wo die sind. Vielen Dank für die Nachricht. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Tja, immerhin habe ich dich mal gesehen. Ja, sehr cool. Wieder was aus dem ersten Teil. Aber das mit den Rachni ist noch lange nicht vorbei. Gianna Parasini ist hier. Die Undercover-Agentin, die wir auch auf Noveria gefunden hatten. Heilige Scheiße. Ja, ne? Shepard? Ja. Ich dachte, sie wären tot. Nö, noch nicht. Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlungen Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Ja, ja, ich erinnere mich. Wenn ich mich recht erinnere, Miss Parasini, schulden Sie mir ein Bier. So ist es. Setzen Sie sich. Yay! Bierfrei Haus. Geil. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Ich bekämpfe die Kollektoren. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Das Glas war leer. Von vornherein. Aha, sie hat aber... Sie hat was darunter gepackt. Das war ein komischer Abgang von ihr. Aber da liegt was. Sie hat uns eine Nachricht hingelegt. Ist sie wieder undercover unterwegs? Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu bringen, ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ah. Mit dem Händler reden. Aha. Sie ist also wieder voll am Arbeiten hier, die gute Gianna. Das ist ihr Ziel. Reden wir mal den. Das sind also hier. Das ist aber der erste Laden, den wir jetzt sehen, ne? Das ist so groß hier. So, ich bin von da gekommen. Da ist die Handelsebene. Da bin ich um die Ecke gegangen. Das ist jetzt der erste Laden hier. Das ist Ceres Technology. Liaras Büro ist auch hier in der Nähe. Da haben wir die Eternity Bar. Transport und Fracht. Tor Selbstverteidigung. Ach, echt? Erinnerungen an Ilium. Neue Geschäfte. Ein Taxistand. Baria Frontiers. Überwachungsbüro. Okay. Werde ich überall hingehen, auf jeden Fall. Erstmal drehen wir hier nochmal kurz eine Runde. Ich suche nach den besten Tech. Da oben ist die Bar. Natürlich. Und hier ist die Händlerin. Und herausfinden, welche die verkauft also geeignet sind. Illegales Zeug. Willkommen! Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Klar. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Na dann. Ich will ganz viel ausgeben. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit, dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Besondere Ware? Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales. Aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Na klar.
Ich will modernste Ware. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parassini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Und was ist mit dem Plan? Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den Sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter ihrer Nase explodieren. Oh, schade. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Na klar. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ach, das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Wie schön, mal wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Ich komme gleich, ich krieg vielleicht noch ein Bier. Vorbild plus 5. Jetzt können wir mal einkaufen gehen. So, wir haben biotischen Schaden, können wir noch verstärken. 75.000 Credits. 30% biotischer Schaden ist natürlich mega für Gruppenbonus. Willig. Was das wohl ist? Was haben wir noch? Universalwerkzeugs-Upgrade. Verdoppelt das Zeitlimit für einen Umgehungsversuch. Achso, zum Hacken und so, ne? 25.000. Kaufe ich auch. Auch wenn ich das mit dem Umgehung eigentlich ganz gut hinkriege. Tech-Schaden-Upgrade. 40% Tech-Schaden. Da freut sich aber hier der Doktor nochmal. Das nehme ich mit. Natürlich nehmen wir das mit. Medigil-Kapazität. Brauche ich eigentlich nicht. Nehme ich trotzdem mit, weil ich habe ja das Geld. Kein Objekt mehr da. Fett shoppen gewesen, Mann. Tech-Schaden 4 von 5. Minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Umgehungsmodul. Meine Leistungsanforderungen sind extrem. Haben wir es bald? Biotischer Schaden finde ich geil. Natürlich. 30%. Okay. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Sie machen das also echt gerne? Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Ja, ja. Es war schön, Sie zu sehen. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Obwohl dein Kleid vom ersten Teil eigentlich gar nicht so schlecht war. Stufe 17. Dankeschön. 50 Erfahrung. Vorbild. Administration haben wir hier. Was war das hier noch für die Tür? Shipping Transportation. Nee, ich muss hoch zur Administration. Nein. Und haben Sie es satt, dass Sie bei Beförderungen immer übergangen werden, weil Angestellte mit Exo-Anzügen diskriminiert werden? Genetic Paradigms möchte Sie einladen, unsere Umweltanpassungstherapie kennenzulernen. Unser speziell ausgebildetes Personal kann eine Erfolgsquote von fast 40% vorweisen. 40? Kommen Sie zu Genetic Paradigms und verlassen Sie Ihre Schutzhülle. Wahnsinn, 40%. So, ich bin hier, um Liara zu treffen. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Was machen Sie hier? Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Danke. 2 Jahre haben wir sie echt nicht gesehen, ne? Sie wird also respektiert, die hat sich echt gut entwickelt in den letzten 2 Jahren. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Natürlich. Okay.
Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Ja? Nixaris, alle Anrufe abwimmeln. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen. Ja, mich freut's auch sehr. Es freut mich auch, sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt? Sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Schön, wie sie sich noch siezen, weißt du? Hatten im ersten Teil hier die große Beziehung und jetzt auch hier bei der Begrüßung, dass da noch was läuft. Aber sie siezen sich noch, ne? Das ist Respekt. So. Kommen Sie vielleicht mit mir? Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Brauchen Sie dabei vielleicht Hilfe? Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen. Ich brauche eine erfahrene Hackerin, der ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Informationen beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Das schaffe ich. Okay, sie muss Schulden begleichen. Aha. Sagen wir doch erstmal, was los ist. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Okay, hört sich, spannend an. Wozu brauchen Sie genau meine Hilfe? Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Okay. Mal sehen, was sich tun lässt. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Sonst nichts? Ich wollte mich doch bei dir reinhacken, aber schade. So, fragen wir mal nach den beiden Personen, wo wir auch hier sind. Nämlich die Justikarin Samara. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Samara wird überwacht? Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Okay, und der Attentäter Thane? Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter? Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das wussten Sie einfach so? Sie hat echt gute Quellen. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken.
dieser Unterschied von ersten Teil zu jetzt ist schon krass bei Liara. Im ersten Teil war sie ja nur 106 Jahre alt, da war sie ja quasi noch ein Teenager und hat gerne in irgendwelchen Proteaner-Ausgrabungsstätten rumgebuddelt. Und jetzt hier die knallharte Informationshändlerin. Okay, das sind genug Fragen erstmal. Danke für die Hilfe, mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie geht's denn sonst so? Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Okay, ich mache es auf jeden Fall. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig... Ja, danke, Shepard. Damit bitte. Kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Okay. Wir reden später, Liara. Mit Serena reden, dann für sie hacken und. Zum Transport-Hub gehen. Sicherheitsknoten hacken. Der Rat dachte, Blasto, der erste Spectre der Hanar, würde sich an die Regeln halten. Und Liara helfen, das ist ganz schön viel. Der erste Spectre der Hanar? Ein Hanar? Spectre? Seid ihr besoffen? Wer macht ein Hanar zum Spectre, ey? Gab's nicht hier schon Sicherheitsterminals? Und jetzt wieder die mit der... Verzeihung, aber ich telefoniere. Wie kann man denn die ganze Zeit nur telefonieren? Die hat auf jeden Fall irgendwas verloren. So, Tagebuch aufmachen. Ganz schön viel los. So, mit Sienna reden. Mit Sienna auf den Frachttransport-Ebene reden. Da muss ich sowieso die Bereiche wechseln. Und dann muss ich aus dem Transportzentrum. Und Liara haben wir hier. Sicherheitsterminal lokalisieren und hacken. Dann die empfindlichen Daten in der Nähe finden und Liara uploaden. Ja. Ach, ist das mal wieder eine tolle Folge heute. Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? War eigentlich fast jede Folge toll. Das finde ich. Macht's mega Spaß. Soll ich schon mal in die Bar gehen eigentlich? Bevor ich hier weitergehe? Eternity Bar, ich weiß gar nicht, ob da noch was drin war. Bevor ich weitergehe. Haben Sie nichts Schickeres? Was Schickes? Ich will etwas das sagen. Deine Haut sieht ja wunderbar aus. Ja, ne? Ach, diese Werbung immer. Gar keine Musik? Doch. Doch, so ein bisschen im Hintergrund. Wir kommen näher. Galaktische Nachrichten mal wieder. So. Sklavenhändler haben wir hier. Die redet da gerade mit der Quarianerin. Junggesellenabschied. Mit Asari. Wir finden schon okay. Ich überlege mir was. Sie haben gesagt, Sin IQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Warum möchte denn die Quarianerin gerne gekauft werden? Sklaven sofort freilassen. Hallo? Was ist denn hier los? Sie lassen die Sklaven gehen. Sofort. Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter. Und ich weiß, dass die Menschen wegen der batarianischen Sklavenhändler berechtigte Vorurteile gegen die Sklaverei haben. Ja. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat. Und dass ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von Sin IQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Warum möchte die denn gerne freiwillig das machen? Und wenn ich sie kaufe? Lol. Untersuchen. Quarianische Sklavin? Warum hat sich diese Quarianerin zur Sklavenarbeit verpflichtet? Börsenspekulationen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und dachte, ich könnte dadurch unbegrenzt Geld verdienen. Ich habe alles verloren. Mein Kreditrahmen wurde gesperrt. Also habe ich mir illegal was geliehen. Den Rest können Sie sich denken. Als Teil unserer Abmachung habe ich Ihre Schulden beglichen.
In 5 Jahren kann sie ein neues Leben mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben anfangen. Wenn sie in 5 Jahren noch lebt und sich nicht zu Tode gearbeitet hat. Da hat sie echt Börsenspekulation und alles Geld verloren. Was ist, wenn ich sie kaufe? Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit 3 Pferdefüßen. Erstens, ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren 100.000 Credits. What the fuck? Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind sie eindeutig eine Reisende. Und laut Vertrag muss sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Ich versuche mal zu helfen. Ich rede mal mit dem Vertreter von SynIQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Mhm. Die hat sich selber in Schwierigkeiten gebracht, die Quarianerin, indem sie alles ihr Geld verloren hat. Ist fast so wie Spielschulden. Lanteria? Kenne ich die nicht auch? Hallo? Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Wegen der Schwester. Was ist passiert? Ist mit Orianna alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Oriannas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Okay, wer ist denn Niket? Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein, ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Was ist mit einer Söldner, mit den Söldnern? Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Eclipse? Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Mhm. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Was sollen wir machen? Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird. Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Okay, ich bin aber jetzt noch nicht bereit dafür. Ich möchte noch ein paar Sachen erledigen, bevor es losgeht. Wir dürfen nicht zu lange warten. Eclipse wird sein Netz um das Transportdock immer enger ziehen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen etwas Zeit zu verschaffen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Ja, ich komme wieder gleich. Ich nur einmal schnell die Bar fertig durchsuchen. Und dann sagt er... Ach, hier ist auch der SynIQ-Vertreter, mit dem ich reden muss, wegen der Sklavenhändlerin. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, mit der Quarianerin. Was haben wir denn hier noch? Ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Das ist nur ein Barmann zum was zu trinken. Austausch von Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Und? Zumal hier. Du eine Quarianerin bist. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Na dann. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Junggesellenabschied. Wer heiratet? Das ist die Salarianer? Der? Keine Ahnung. Sieht nach Spaß aus. Toll. Wie gespannt sie da sitzen und sie muss sich da abrackern. Da kann man auch mal ein bisschen Geld zuschieben, ey. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann quatsche ich mit der SynIQ-Vertreterin. Und wenn ich das fertig habe, gehe ich hier mit der Dame mit, damit wir Mirandas Schwester da helfen können. Also, ich hoffe, euch hat es heute ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Wir haben viele bekannte Gesichter wieder gesehen. Und dann geht es in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter mit Mass Effect. Vielen Dank für den Daumen nach oben und bis zur nächsten Folge. Ciao.